Nippon Connection, japanisches Filmfestival. Online. Herzlich willkommen. Sie hören den offiziellen Festival-Podcast von Nippon Connection. Wir melden uns im Jahre 2021 wieder zurück von dem japanischen Filmfestival, eigentlich in Frankfurt, zurzeit aber online. Wir, das sind Alex und Thomas. Alex von den Abspannguckern, hallo. Hallo, hallo. Und meiner einer von Schöner Denken. Wir sind aber nur die Fans, die Zuschauer und die Filmpodcaster, die immer auf Nippon Connection uns rumtreiben mit vielen anderen zusammen. Die Experten und die Fachleute und die Stars sozusagen unserer heutigen Folge sind aber Florian Höhr, der Leiter des Filmprogramms von Nippon Connection. Hallo Florian. Hallo. Und der Sebastian Krehl aus dem Filmteam, der uns heute unterstützt. Hallo. Hallo Sebastian. Wir melden uns mit dieser Folge, obwohl ja noch gar keine Nippon Connection ist, die findet ja erst später im Jahr statt. Wir melden uns jetzt schon während des Japanuaries 2021, weil wir Neuigkeiten haben. Es gibt nämlich eine Festivalzugabe sozusagen. Das heißt, es gibt Filme aus dem vergangenen Nippon Connection Festival, weil ich wette, auch die leidenschaftlichsten Nippon Connection Filmfans und Festivalbesucher haben nicht alle Filme gesehen. Und jetzt gibt es tatsächlich nochmal so eine Art Highlights on Demand, also so eine Art Nippon Connection on Demand Replay. Eine Zugabe sozusagen. Aber Florian, dann genau. Kannst du nochmal genauer nochmal sagen, wer du bist? Wir hatten dich ja schon mal im Podcast, aber für die Leute, die dann vielleicht noch nicht zugehört haben, wer du bist und was du so machst bei der Nippon Connection. Und dann kannst du nochmal über die Nippon Connection Zugabe sprechen. Genau, also ja, nochmal zu mir. Ich bin Florian Höhr und leite das Filmprogramm bei Nippon Connection. Also wir haben ja ein größeres Filmteam von verschiedenen Mitgliedern. Und ja, ich leite das insofern, dass ich das Ganze so ein bisschen koordiniere, auch in Abstimmung mit der Festivalleitung und mit vielen externen Kontakten. Ja, das von euch erwähnte Replay-Programm, das heißt tatsächlich Nippon On Demand Replay. Nippon On Demand, so haben wir unser Filmprogramm bei unserem Online-Festival genannt. Und wir hatten dann so ein positives Feedback von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, dass wir gesagt haben, das müssen wir eigentlich nutzen. Also sozusagen diese, ja, wie soll man sagen, das Know-how, das wir uns angeschafft haben, das so wollen wir jetzt nicht einfach versickern lassen. Und das Festival ging ja auch nur 6 Tage, also das ist ja die normale Festivaldauer. Aber viele hatten gar nicht die Möglichkeit, alle Filme zu schauen, die sie sehen wollten. Und da wir jetzt nicht auf ein festes Kino oder an ein festes Kino gebunden sind, in dem die Filme laufen, sondern man die Filme ja jederzeit schauen kann, haben wir dann den Entschluss gefasst, einfach nochmal so eine kleine Auswahl von Filmen nochmal verfügbar zu machen. Und es geht natürlich nicht mit dem ganzen Programm, weil wir die Vorführrechte bei einigen Filmen natürlich jetzt nur unter der Voraussetzung bekommen haben, dass sie zum Beispiel regional beschränkt sichtbar sind, zum Beispiel nur in Deutschland und auch nur für einen bestimmten Zeitraum. Aber jetzt haben wir eben einige Filme auch von unabhängigen Filmschaffenden rausgesucht, die sich natürlich riesig freuen, wenn ihre Filme nochmal ja in einem On-Demand-Angebot zu sehen sind. Okay, also längerer Zeitraum und Filme, die schon mal gelaufen sind, aber die auch gut angekommen sind, glaube ich ja auch. Oder das sind ja immer Filme, die eigentlich guten Zuspruch bekommen haben. Möchtest du sagen, wie viele Filme das sind? Ja, also erstmal zu der Frage, dass wir die Filme danach ausgesucht haben, wie sie gelaufen sind. Das haben wir tatsächlich so ein bisschen berücksichtigt. Also wir hatten ja das Glück, dass wir ein Online-Voting durchgeführt haben. Es wurde ja auch ein Publikumspreis vergeben. Und da haben wir natürlich gesehen, welche Filme positiv aufgenommen wurden und welche eher weniger. Und das hat natürlich auch mit reingespielt in die Überlegung, welche Filme wir aussuchen. Und es sind dann letzten Endes 10 Filme geworden aus unserem Nippon Visions Programm und aus dem Nippon Docs Programm, also eine Mischung aus diesen beiden Sektionen. Ich habe schon mal von einem Vögelchen geflüstert bekommen, welche Filme schon feststehen. Und die würde ich gerne mal mit euch durchgehen. Da sind wirklich richtig spannende Sachen dabei. Ich habe mir extra Urlaub genommen für Nippon Connection im vergangenen Jahr. Aber es hat nicht gereicht,
um alle Filme, die wirklich einen interessieren, zu sehen. Es geht gleich los mit einer sehr spannenden Dokumentation, nämlich Ainu. Da geht es um das indigene Volk in Japan, das, glaube ich, erst seit 10 Jahren oder so überhaupt anerkannt ist von der japanischen Regierung als indigenes Volk, die aber durch Zwangsumsiedlung und Zwangsarbeit und Verbot ihrer Traditionen und so weiter doch ein sehr hartes Schicksal in den letzten über 150 Jahren hatten unter der japanischen Mehrheitsgesellschaft. Das ist ja ein ziemlich ernstes Thema. Könnt ihr sagen, ob das auch ein sehr ernster Film ist? Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es ein sehr ernster Film ist. Dreht sich natürlich schon um die Hintergründe der Ainu und auch die Probleme, die die Ainu hatten in der Vergangenheit und jetzt auch noch. Aber der Film macht uns als Zuschauer auch einfach mit einer Kultur vertraut, die wir so nicht kennen. Also selbst wenn wir viele japanische Filme schon gesehen haben. Und das ist einfach nochmal ein ganz interessanter Einblick auf eine ja sehr unterrepräsentierte Seite von Japan, also in den Medien unterrepräsentierte Seite. Und tatsächlich, ich weiß nicht, woher das kommt, aber im letzten Jahr wurden mehrere Dokumentationen zum Thema Ainu bei uns eingereicht. Also wir haben uns dann sozusagen die beste ausgesucht. Bei Filmschaffenden ist das Thema schon sehr gefragt, aber so in den ja großen öffentlichen Medien dann eher weniger. Und es ist ja auch eine ganz interessante Regisseurin, die dahinter steht, Naomi Misoguchi, die auch schon über indigene Völker in Südamerika schon Filme gemacht hat und jetzt über die Ainu. Das ist ohnehin eine sehr umtriebige Frau, die schon NGOs gegründet hat und so weiter. Da bin ich mal sehr gespannt. Ja, wer mehr zu dem Film erfahren möchte und auch zu Naomi Misoguchi als Filmschaffende, wir haben auch ein Interview mit ihr geführt. Wir haben ja, also jedes Mitglied des Filmteams hat sich eine Person rausgesucht, mit der sie gerne ein Interview führen möchte aus dem Filmprogramm. Beziehungsweise ich hatte 3 sogar geführt und da unter anderem auch ein Schauspieler. Aber ein Kollege von uns, Maxi Himsel, hat Naomi Misoguchi interviewt und das Interview kann man sich auf unserem YouTube-Kanal auch noch anschauen. Sehr gut. Verlinken wir natürlich auch. Sehr wichtig. Der zweite Film, ich gehe gleich mal zum nächsten, ist An Ant Strikes Back. Ich habe so den Eindruck, beim Thema Kapitalismus hört in Japan die Harmonie auf. Alex, du hast den Film auf dem Festival schon gesehen. Ja, ich habe den gesehen. Ich fand ihn auch sehr großartig, so wie viele andere auch. Das war euer Publikumsliebling letztes Jahr, oder? Genau, der Film hat den Nippon Online Award gewonnen. Und es hat mich auch persönlich sehr gefreut für den Regisseur, weil der jetzt wirklich ein Thema sich ausgesucht hat, das man nicht unbedingt gut vermarkten kann. Und der Preis für den Nippon Online Award, also das Preisgeld in Anführungszeichen, ist auch die Untertitelung des nächsten Filmprojekts. Deswegen hoffe ich auch sehr, dass wir dann auch seinen nächsten Film bei uns zeigen können. Ah. Aber das Thema ist interessant. Das ist ja, also ich glaube, in Deutschland wissen das viele, dass in Japan lang gearbeitet wird und hart gearbeitet wird, aber das ist ja ein Film darüber, das ist eine Umzugsfirma gewesen, soweit ich weiß, gell? Eine Umzugsfirma und wie ausbeuterisch die gegenüber den Mitarbeitern vorgeht und was halt wirklich eigentlich schon absolute Quälerei ist, was diesen Leuten angetan wird und wie man eigentlich als Arbeitgeber in Japan offenbar damit davonkommt, bis halt doch mal so ein Arbeiter halt dann zurückschlägt und dann sich einer Gewerkschaft anschließt und dann diese Bedingungen anfechtet. Ich fand das als Thema wahnsinnig spannend, aber es sind wirklich Arbeitsbedingungen dabei in dieser Firma. Das kann man sich als deutscher Angestellter eigentlich fast nicht vorstellen, was da passiert. Ist irre eigentlich. Ja, und erst recht, wenn man überlegt, dass es ja schon fast normal ist in der japanischen Arbeitswelt. Also Der Tod durch Überarbeitung, das ist ja absolut keine Seltenheit. Ja, und dass man für alles haftbar gemacht wird und für alles gegängelt wird und diese Art von Mobbing, der einem entgegenschlägt, ist unglaublich. Auch einfach die Tatsache, dass dann jemand sagt, nö, ich will nicht und dass man sozusagen sich für seine Rechte einsetzt, was ja offenbar auch überhaupt nicht in Japan ein Ding ist, wenn ich das richtig verstehe. Oder wie schwer das auf alle Fälle ist. Ja, weil in Deutschland denkt man sich, die Bedingungen sind nicht gut, ich gehe zur Gewerkschaft, das wird geklärt und das ist ja völlig normal. Und ich glaube, in Japan ist es das eben nicht. Fand ich wirklich sehr interessant. Man hat den Eindruck, als ob die Zeit, in der das einfach so hingenommen wird, dass die Zeit in Japan auch langsam zu Ende geht. Auf jeden Fall Publikumsliebling und auch Empfehlung von dir, Alex. Ja, also gerade am Anfang hat der Film einen richtigen Drive. Mir hat das wirklich auch gefallen, wie das halt wirklich eingefangen ist und
auch wirklich dargestellt ist, dass es wirklich relativ klar als Information rüberkommt. Ich fand den erstmal wirklich unterhaltsam, aber auch vom Thema wirklich interessant. Ist ein guter Film. Sehr, sehr empfehlenswert. Ja. An End Strikes Back. Worauf ich mich auch total freue, ist Beautiful Goodbye. Eine Road-Movie mit einem jungen Pärchen. Und da denkt man ja irgendwie schon eher so an Außer Atem, weil die auf der Flucht sind vor der Polizei, er zumindest. Aber es ist doch ein bisschen anders. Sie ist ein Zombie. Und ich bin mal sehr gespannt, ob das jetzt eher so ein absurder Film ist oder ein romantischer Film. Oder in japanischen Film kann es auch beides gleichzeitig sein, oder? Es ist eigentlich ja eher so ein melancholischer Film. Nichts von dem, was du jetzt so vorgeschlagen hast eigentlich. Also ein relativ langsam erzählter Film, wo es eben auch darum geht, wie die beiden sich nach und nach annähern. Also sehr, sehr schöne Aufnahmen, auch Landschaftsaufnahmen. Also so ein sehr schwelgerischer Film eigentlich. Und ein Debütfilm des Regisseurs, Eiji Imam, muss ich gucken, das kann ich kaum. Imamura. Ach, danke schön. Es ist für den Nicht-Japanologen schwer auszusprechen. Ich habe auf alle Fälle mitbekommen bei den Reviews bei Letterboxd, dass der sehr, sehr gut angekommen ist bei so den Leuten in unserer auch Japanory-Podcaster-Blase und so. Da waren sehr, sehr schöne Interviews dabei, sehr, sehr schöne Reviews dabei, die den Film hochgelobt haben. Also den werde ich mir auf alle Fälle anschauen. Das klingt nach einem ziemlichen Highlight. Man kann dazu noch sagen, auf den Film sind wir deswegen aufmerksam geworden, weil er seine Premiere auf dem PIA Film Festival hatte. Also das ist ein Filmfestival in Japan, mit dem wir schon sehr lange kooperieren, auf dem man immer ganz viele vielversprechende Debütfilme sieht. Und das ist für uns ja fast so ein bisschen wie ein Talentpool. Also Filme, die ansonsten untergehen würden, die auch keinen Verleih haben. Und vom PIA Film Festival zeigen wir auch jedes Jahr Kurzfilme, die von Studierenden der Universität Düsseldorf extra für das Festival untertitelt werden. Es gibt dann jedes Jahr eine Untertitelungs-AG an der Universität und dort lernt man dann, Filme zu untertiteln und das Ergebnis kann man dann bei uns auf dem Festival sehen. Das ist eine schöne Aufgabe. Sehr gut. Dann der nächste Film auf der Liste ist wieder eine Dokumentation, Book, Papers, Kissers. Da geht es um einen Mann, der Bucheinbände gestaltet auf sehr hohem künstlerischen Niveau und man begleitet ihn bei seiner Arbeit und er ist auch schon ja so fast der Letzte seiner Zunft und es geht auch so ein bisschen darum, wie es denn irgendwann auch mal weitergeht. Das würde ich auch mal eine melancholische Dokumentation nennen. Sehr interessant auf jeden Fall und ein tiefer Einblick nicht nur in das Handwerk, sondern auch in so eine Persönlichkeit, die so ein Handwerk macht. Wie habt ihr den eigentlich ausgewählt? Wie seid ihr auf diesen Film gestoßen? Ja, also wir sind mit dem Verleih, das ist Article Films, stehen wir halt auf sehr gutem Fuß. Also wir haben eigentlich jedes Jahr mindestens einen, also oft mehr Filme im Programm. Und ja, das war eigentlich da also eine ziemlich einfache Entscheidung bei dem Film. Der hat eigentlich allen, die ihn gesehen haben, auf Anhieb gut gefallen. Für die Bibliophilen auf jeden Fall. Das ist schon ein absolutes Must-See. Also für mich, ich fand ja, der war ja hervorragend gefilmt. Der hatte auch so eine schöne meditative Stimmung, weil man ja zuguckt, wie er arbeitet und wie er das macht. Und das ist auch ein sehr interessanter Einblick in Buchdesign, weil man halt mit japanischen Schriftzeichen halt was ganz anderes machen kann als mit unserer Schrift. Und allein das gibt ja so viele Möglichkeiten, die du mit den paar Schriftzeichen, die wir haben, halt überhaupt nicht. Das ist halt einfach nicht gegeben. Und das macht es allein schon so interessant, sich das anzuschauen, wie sehr man damit Design betreiben kann. Das fand ich ziemlich, ziemlich großartig. Das war auch bei euch bei den weiblichen Filmemacherinnen dabei, oder? Female Futures? Genau. Oder? Weil das eine Regisseurin war? Genau, Nanako Idosa heißt sie. Genau. Ich fand den wirklich gut. Das war so ziemlich einer der, das war ziemlich mein erstes Highlight, was ich gesehen habe von den Filmen letztes Jahr. Kann ich auch sehr empfehlen. So, einer unserer Tipps auf jeden Fall. Ich mache mal weiter mit dem nächsten. F is for Future, ein Coming-of-Age-Film von Tepei Isobe. Ganz klassisch, Coming-of-Age, geht um Liebe. Ich glaube, es geht auch um Tod, um darum, dass man Verantwortung übernimmt und dass man verhindert, dass die Pornosammlung in falsche Hände gerät, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich kann ihn jetzt nachholen. Das hört sich aber nach einem eher heiteren Coming-of-Age-Film an, oder? Es ist so eine Gratwanderung. Also es ist ja schon so ein bittersüßes Thema. Es geht um
den Tod eines Freundes. Und Thomas, wie du schon sagst, dessen hinterbliebene Freunde wollen dann ihr Bestes geben, um dessen Pornosammlung verschwinden zu lassen, damit die Eltern die nicht entdecken und er sich dann nicht noch aus dem Jenseits dafür schämen muss. Und ich muss dazu sagen, also Coming of Age, das ist so mein Genre und ich freue mich immer ganz besonders, wenn so richtig tolle Coming of Age-Filme aus Japan kommen, die sich dann so ein Thema raussuchen. Also das ist ja etwas, was man jetzt aus dem westlichen Kino eher nicht kennt, also das mit der Pornosammlung. Das wird dann einfach sehr charmant in 60 Minuten erzählt. Also das ist ja eigentlich auch schon was Besonderes für japanische Filme, dass der Film so kurz ist, weil japanische Filme tendenziell immer eher ein bisschen zu lang sind. Der Film war auch eine Festivalentdeckung. Also ich habe ja jetzt gerade vom Pia Film Festival erzählt. Der Film hat den Publikumspreis auf dem Skip City International D-Cinema Festival gewonnen. Das ist ein anderes Filmfestival, mit dem wir ganz viel kooperieren. Der kam bei uns im Publikumsvoting eher so mittelmäßig an, muss ich sagen. Also einige haben ihn geliebt, andere gehasst. Aber ich bin doch der Meinung, dass es ein sehr zeigenswerter Film ist. Also ein anscheinend etwas polarisierender, aber für mich persönlich einer meiner Favoriten im Programm. Sehr gut. Der nächste Film kommt aus dem Bereich Nippon Visions, nämlich von Shihiro Amano, Mrs. Noisy. Das hört sich auch sehr interessant an, habe ich auch auf dem Festival verpasst. Eine Schriftstellerin, die unter Ideenmangel leidet, aber nicht nur unter Ideenmangel, sondern auch unter ihrer sehr lauten Nachbarin, die sie dann offensichtlich in ihren nächsten Werk sozusagen verewigt oder integriert. Das hört sich schon eher so nach einer Situationskomödie an. Bin ich auf jeden Fall neugierig drauf. Ja, also man kann es auf jeden Fall als Komödie bezeichnen, wobei er sich auch nicht scheut, ernstere Töne anzuschlagen. Also es ist so, eigentlich so hält es sich so ein bisschen die Waage. Also man kann viel mit und über die Figuren lachen, aber es geht eben auch darum, weil wir halt erst so nach und nach erfahren, was es mit dieser lauten Nachbarin, dieser Mrs. Noisy auf sich hat. Also es geht eben darum, dass man halt auch wirklich so hinter die Fassade gucken muss. Ja, es werden eben so nach und nach halt auch so die Probleme und die Traumata dieser Nachbarin irgendwie offengelegt. Und es geht eben auch darum, so diese Grenzen zu überwinden. Ja, also stellenweise begibt sich der Film dann wirklich auch in ziemlich so düstere Gefilde, aber so alles in allem doch dann auch, glaube ich, am Ende kann man ihn als Feel-Good-Film bezeichnen. Feel-Good-Film mit ernsten Beitönen sozusagen. Ja. Wie so oft im japanischen Film. Sehr gut, auf jeden Fall auch Tipp. Und dann habe ich noch auf der Liste Prison Circle. Das finde ich ja sehr, sehr interessant. Da Kaori Sakagami, sie hat als Regisseurin da Jahre gebraucht, um überhaupt eine Drehgenehmigung zu bekommen. Da geht es um Therapiegespräche in Gefängnissen, also Resozialisierung. Wie kommt man raus aus diesem Kreislauf von Gefängnisverbrechen, wieder Gefängnis? Das scheint dann doch mal ein Blick in eine sehr harte Realität zu sein. Da habe ich auch schon während des Festivals im vergangenen Jahr schon ein paar Daumen hoch gesehen und ein paar Leute, die gesagt haben, muss man sich eigentlich unbedingt anschauen. Ja, also Prison Circle ist aus unserem Dokumentarfilm-Line-up auch einer derjenigen gewesen, die bei mir persönlich am meisten Eindruck hinterlassen haben. Das hat vor allem auch damit zu tun, dass die Geschichten, die von den Insassen erzählt werden, einfach sehr, sehr berührend sind. Und was ich bei dem Film auch sehr gelungen fand, war, dass es ist ja im Dokumentarfilm nicht immer einfach, einen visuellen Anreiz zu bieten. Und das wurde in dem Film so gelöst, dass die Geschichten aus der Vergangenheit der Gefängnisinsassen als Sandanimationen dargestellt wurden. Das heißt also, sie erzählen von ihren Taten, von ihrer Vergangenheit und wir als Publikum sehen dann so kleine Animationsfilme, die in den doch eher visuell eher nüchternen Dokumentarfilm eingebunden werden. Okay, das klingt nach einer wirklich spannenden Idee. Prison Circle von Kaori Sakagami. Sehr gut. Das, wenn ihr jetzt alle mitgezählt habt, waren 7. 3 stehen, glaube ich, noch nicht fest, aber insgesamt sind es dann 10 Filme. Damit kann man sich schon, wir wiederholen noch das Datum, Florian, es läuft von bis? Es wird
Anfang am 1. März und die Filme sind dann den ganzen Monat lang abrufbar, also vom 1. bis zum 31. März. Ja, wunderbar. Wenn das mal keine Möglichkeit ist, bei Corona-Beschränkungen seine Zeit zu Hause wirklich mal sinnvoll einzusetzen und Spitzenfilme, die man verpasst hat, auf dem Festival sich nochmal anschauen zu können, sehr gut. Dass man kann sich alle 3 Tage einen Film anschauen und so den Monat gut ausfüllen. muss man nur von seinem Ding, vom Pacing irgendwie hinbekommen. Aber das klingt doch schon mal sehr gut. Ihr habt auch erzählt, also das Festival letztes Jahr, das war ja über Vimeo, über die Plattform. Diesmal wird es ein bisschen anders laufen. Wollt ihr mal erzählen, welche Plattform diesmal zum Zuge kommt, wo man die Filme dann anschauen kann? Ein Grund, den ich bisher noch nicht genannt habe, weshalb wir dieses Replay-Programm durchführen, ist, dass es auch in gewisser Weise der Testlauf sein wird für unsere nächste Plattform. Also, dass wir die erstmal im kleineren Rahmen ausprobieren können. Und das wird dieses Jahr Festival Scope sein. Festival Scope ist eine Plattform, die also seit Jahren schon von vielen anderen großen Festivals genutzt wird, unter anderem vom Internationalen Filmfestival in Rotterdam, um tatsächlich im Anschluss an das Festival die Filme online nochmal verfügbar zu machen. Also das ist jetzt im Grunde genommen keine Idee, die aus der Pandemie geboren ist, sondern das gibt es schon länger und eben auf Festival Scope. Und tatsächlich hatten wir schon im letzten Jahr überlegt, Festival Scope zu nutzen. Die konnten sich damals aber vor Anfragen kaum retten, als plötzlich alle vor der Aufgabe standen, ein Online-Festival zu machen. Und wir haben dann erstmal Vimeo ausprobiert. Und das hat, muss ich sagen, für unser Publikum ja auch super funktioniert. Es gab kaum irgendwelche Rückmeldungen, dass was nicht funktionieren würde. Man muss aber sagen, intern war die Arbeit mit Vimeo schon ein bisschen schwierig, weil es eher weniger für Festivals tatsächlich geeignet ist, weil man da eine sehr große Menge an Filmen hat. Wir hatten ja über 70 Filme insgesamt und man muss quasi jeden Film einzeln einstellen und alles einzeln einrichten. Und das hat einfach zu einem sehr, sehr hohen organisatorischen Aufwand bei uns geführt. Und Festival Scope ist dann einfach eine Plattform, die für unsere Zwecke besser geeignet ist. Und das wird für unser Publikum natürlich eine kleine Umstellung sein. Muss schon mal vorwarnen, man kann, das war auch ein Grund, weshalb wir uns letztes Jahr dagegen entschieden haben, man kann im Moment nur mit Kreditkarte zahlen bei Festival Scope. Das wird aber bis zum nächsten Festival, also im Juni dann, geändert werden, sodass man auch per Lastschrift bezahlen kann und per Giropay. Ja, aber was ja zumindest gleich ist, also ich habe es mir ja nochmal angeschaut, es gibt ja auch Apps dafür. Also ich habe gesehen, es ist eine iPad-App da, iPhone, Android und ich glaube Android TV. Das heißt, man kann ja dann auf eurer Seite dann sozusagen die Filme dann diesen Leihbetrag bezahlen. Dann braucht man ja noch einen Account und dann geht man halt auf die App drauf, wählt sich halt mit dem Account an natürlich und kann sie dann genauso weiter anschauen. Ich glaube, dann ändert sich nicht viel. Man muss halt nochmal diesen Festival-Scope-Account dann haben. Aber bitte die Filme nicht auf dem iPhone schauen. Also gut, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber es ist meine persönliche Erfahrung, meine persönliche Empfehlung, die Filme dann doch lieber auf dem Fernseher zu schauen. Ja, aber man kann sie ja, glaube ich, dann über AirPlay dann irgendwie dann auf dem Apple TV streamen, weil da fehlt, glaube ich, noch die App. Da habe ich geguckt, da habe ich noch nichts gefunden. Also dann bitte vom iPhone auf einen größeren Monitor gehen. Ja, da bin ich auch dafür. Genau, ich habe meinen Beamer nämlich angeschlossen an sowohl ein Apple TV als auch ein Amazon Fire TV und da würde ich dann aber auch Festival Scope Apps dann auch vorfinden. Wenn die Android TV machen können, dann haben die bestimmt auch Amazon Fire TV am Start, oder? Ich habe noch nichts gefunden, es kann sein, aber ich weiß nicht, ob ich da eine Freude da irgendwie quasi falsche Erwartungen wecken soll. Aber jetzt mal schauen. Also ich glaube, du kommst auch mit den anderen Apps auf deinen Beamer drauf. Das wird funktionieren. Es sieht auf alle Fälle alles sehr professionell aus. Und ich habe sogar gesehen, die haben ja für irgendein Festival ja sogar nochmal eine eigene App nur für dieses Festival sogar zusammengebaut. Festival Scope. Und da gibt es ganz interessante Sachen auf alle Fälle. Genau, also es wird zwar keine offizielle Nippon Connection App geben, aber was ich noch sagen wollte, ist, dass Festival Scope auch in der Filmindustrie eigentlich die populärste Plattform ist. Also wir hatten Ende letzten Jahres mit einigen Vertrieben in Japan auch gesprochen und die gefragt, für welche Plattform sie sich entscheiden würden und
da wurde einstimmig Festival Scope genannt. Ich habe gesehen, da gibt es ja so eine Pro-Version auch von der App, wo dann die Filmemacher ja quasi ihre Filme dann einchecken und verwalten können oder so. Genau, also tatsächlich ist Festival Scope ursprünglich auch eine Plattform gewesen, auf der wir nach neuen Filmen fürs Festival geschaut haben. Also es gibt Festival Pro, Festival Scope Pro, das dann eher so eine Film-Einreichungsplattform schon fast ist oder eine Plattform, auf der man Filme bewirbt. Und das normale Festival Scope ist dann eine Plattform für das breite Publikum, um Festivalfilme nochmal zu schauen. Neues professionelles Angebot, da sind wir jetzt auch technisch sehr gespannt, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Dann ist jetzt noch meine Frage, wir sind ja aber auch mit anderen Inhalten doch sehr verwöhnt worden im vergangenen Jahr. Also es gab ja auch sehr viel Rahmenprogramm und das kann man sich auf jeden Fall noch auf YouTube angucken, stimmt, oder? Richtig, wir hatten, kann man sagen, fast so ein kleines Fernsehprogramm zusammengestellt während des Festivals. Wir haben ganz viele Veranstaltungen live gestreamt, darunter zum Beispiel auch Vorträge. Es gab morgens Gymnastik und Origami-Workshops, Kochkurse. Und einiges davon kann man sich auf YouTube immer noch anschauen. Also wir haben einen YouTube-Kanal, Nippon Connection TV. Und dort kann man sich zum Beispiel auch noch alle Videobotschaften anschauen zu den Filmen. Also auch die Filme, die im Replay-Programm jetzt nochmal laufen, zu denen gibt es dann auch immer eine Videogrußbotschaft von den Filmschaffenden. Ja, und wie gesagt, man kann auch noch Konzerte anschauen und Vorträge und so quasi unser ganzes Live-Programm aus dem letzten Sommer nochmal Revue passieren lassen. Sehr gut. Und unser Festival-Podcast, glaube ich, ist auch in diesem YouTube-Kanal noch mit dabei. Sollte man ja gar nicht unterschlagen an der Stelle. Sehr gut. Und das wäre auch etwas, was auch 2021 wieder auf uns zukommt. Aber dem will ich eigentlich noch gar nicht vorgreifen. Da wollen wir gleich nochmal drüber sprechen, was nächstes Jahr eigentlich, nein, was heißt dieses Jahr, diesen Sommer bei Nippon Connection passiert. Ja gut, dann haben wir das Programm für die nahe Zukunft. Dann gehen wir nochmal so ein bisschen in die Vergangenheit, wie es letztes Jahr dann lief. Sebastian, dann erzähl du noch mal, was du bei der Nippon Connection genau machst und dann habe ich noch mal ein paar Fragen für dich. Ja, also ich bin auch Teil des Filmteams, also des Auswahlteams. Das heißt, ich bin einer von denen, die halt sehr viel Zeit vor dem Laptop verbringen und viele, viele Filme gucken und davon die besten aussuchen fürs Programm. Letztes Jahr haben wir noch wesentlich mehr Zeit vor dem Computer verbracht, weil ja natürlich alle Präsenzveranstaltungen durch Covid ausgefallen sind. Das war eine ziemlich... also spannende Erfahrung für uns alle, weil wir auch sehr, sehr spontan umplanen mussten. Also ziemlich kurzfristig das komplette Festival als Online-Veranstaltung dann die Beine stellen mussten. Ich meine, wie Florian das ja vorhin schon angerissen hat, wir haben im Grunde so eine Art Fernsehprogramm zusammengestellt. Das heißt, im Musorturm, also da, wo sonst Film- und Culture-Veranstaltungen stattfinden, hatten wir jetzt eigentlich dieses Jahr quasi zwei Fernsehstudios eingerichtet, wo wir... ja, also eigentlich den ganzen Tag dann auch Live-Programm gemacht haben. Es war ja wirklich, also jeden Tag so ein durchgehender Stream. Also dass man ja wirklich wie einen Fernsehsender konnte man da ja eigentlich jederzeit dann reinseppen. Und dann gab es halt auch noch ein paar geschlossene Veranstaltungen, so über Zoom. Dann natürlich die Filme, die man on demand gucken konnte. Ja, also was natürlich auch dann spannend daran war, dass wir dadurch auch eine andere Reichweite als sonst hatten. Also wir hatten insgesamt mit Rahmenprogramm hatten wir über 25.000 Zuschauer. Wir hatten über 15.000 On-Demand-Plays, also einzeln angesehene Filme. Und Tickets wurden halt eben nicht wie sonst nur in Frankfurt verkauft, sondern eben in 40 Länder, also über die ganze Welt verteilt. Wie gesagt, das war eben eine ganz neue Erfahrung so für uns. Aus der wir hoffentlich jetzt auch für die Zukunft ein bisschen was lernen und neu implementieren können. Gab es da dann auch Feedback dann von Hörern, die dann gemeint haben, ah ja, ich sitze ja eigentlich in Zagreb und jetzt habe ich euer Festival online geschaut und das war toll. Also wie war da so das direkte Feedback, das ihr bekommt? Also ihr seht ja quasi nicht, dass der Raum voll ist und alle klatschen, wenn der Film aus ist. Habt ihr da was zurückbekommen, auch von den Filmemachern und so? Also wir haben
schon auch viel Rückmeldung bekommen von, dass Leute sich auch gefreut haben, die sonst eben nie zum Festival kommen konnten. Wir haben zwar auch immer unser Stammpublikum, das extra fürs Festival von Amerika und Japan und sonst woher anreist, aber den Luxus kann sich ja nun nicht jeder leisten. Also haben wir eben auch viel Rückmeldung bekommen von Leuten, die halt sonst eben nicht zum Festival kommen konnten. Auch Leute, die halt sich wünschen, dass wir das jetzt jedes Jahr so machen. Also da müssen wir halt mal gucken, wie das jetzt in Zukunft läuft. Also wir wollen auf jeden Fall, also weil das ist uns natürlich wichtig als Filmfestival, sobald es wieder möglich ist, diesen Ort, wo Leute zusammenkommen und gemeinsam Filme sehen, darüber reden können, wollen wir natürlich erhalten. Und deswegen planen wir halt dieses Jahr das Festival erstmal als Hybridversion. Also vom 1. bis 6. Juni findet es, also wenn dann doch nicht wieder was dazwischen kommt, findet es wieder als physisches Festival statt. Aber eben gleichzeitig sollen auch Filme dann online verfügbar sein. Wie das dann sich die nächsten Jahre weiterentwickelt, das müssen wir dann mal sehen. Aber gleiche Filme oder unterschiedliche Filme? Habt ihr da schon eine Idee, wie ihr das aufbauen wollt? Ja, das werden die gleichen Filme sein. Okay, also ich kann mir dann sozusagen aussuchen, dann noch zu Hause zu bleiben und die dann wirklich einfach online zu schauen. Oder wenn ich dann das Kinofeeling haben will, dann komme ich zu euch quasi. Genau. Also man muss dazu sagen, nicht alle Filme, die im Kino zu sehen sind, wird man auch online sehen können, weil es einige Verleiher und Vertriebe gibt, die das nicht möchten, dass man die Filme online sehen kann. Wir wollen aber, dass grundsätzlich jeder Film im Kino zu sehen sein wird, weil wir nicht vor der Entscheidung stehen wollen, zu sagen, der Film ist nicht gut genug fürs Kino, den zeigen wir nur online. Das wird es nicht geben. Also jeder Film wird auf jeden Fall im Kino laufen. Okay, also es gibt kein Online-Only. Da steht das Datum auch schon fest und Locations und alles, oder? Genau, also 1. bis 6. Juni ist unser Festivaltermin dieses Jahr. Genau, und es wird auch da dieses Jahr einige Änderungen geben. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr nicht den Musorturm-Saal, der ja eigentlich sonst so unser Festivalzentrum und Hauptkino ist. Mhm. Und stattdessen sind wir dieses Jahr in der Volksbühne zum allerersten Mal im großen Hirschgraben. Also wesentlich, also nochmal ein ganzes Stück zentraler in der Innenstadt. Wir werden auch wieder mit altbekannten Kinos kooperieren, mit dem Filmmuseum oder dem Malsehen-Kino. Und dann versuchen wir auch gerade noch ein paar andere neue Veranstaltungsorte dazu zu gewinnen. Aber das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern. Okay, also die Naxos-Halle habt ihr aber dann trotzdem auch. Also die bleibt. Okay. Der Grund, weshalb wir den Musorturm-Saal nicht bespielen können, also es hat nichts damit zu tun, dass wir uns mit dem Musorturm zerstritten haben. Also es wird wahrscheinlich, werden wir trotzdem Locations im Musorturm nutzen, aber im Saal ist gerade eine große Lehmkonstruktion aufgebaut, also ein rundes Theater, das ganz viele kleine Logen hat, die voneinander abgetrennt sind, sodass man dann quasi in der Mitte dieses runden Theaters spielen kann und das Publikum sitzt dann voneinander abgetrennt in solchen Logen, sodass man dann die Abstandsregelungen einhalten kann. Und das kann man nicht einfach mal so für das Festival abbauen. Also es würde mehrere Wochen dauern. Möglicherweise können wir das dann aber für einige Veranstaltungen aus unserem Nippon Culture Programm nutzen. Nur der Kinobetrieb wird dann dieses Jahr eben nicht im Musorturm-Saal möglich sein. Okay. Also sehr viel Rücksichtnahmen auf Covid und die besondere Situation. Also reichlich Platz, reichlich Abstand, aber trotzdem Filme im Kino. Florian, ich habe eine Frage an dich. Wie läuft das eigentlich, wenn ihr jetzt unter diesen Bedingungen Filme zusammenstellt? Also Sebastian hat es ja auch schon angedeutet, es bedeutet mehr Zeit vor dem Bildschirm auf jeden Fall zu verbringen. Ihr seid ja sonst vernetzt und fliegt nach Japan und redet da mit den Leuten und geht auf Festivals. Kriegt ihr das, könnt ihr das auch ohne diese ganzen Gespräche vor Ort hinkriegen? Also wer die erste Episode des Nippon Connection Podcasts angehört hat, weiß sicherlich schon, dass wir im November immer nach Japan fliegen, wie Thomas es gerade schon gesagt hat, und dort dann zum Beispiel auf das Tokyo International Film Festival gehen, aber auch ganz viele Kontakte treffen, die uns neue Filme empfehlen. Und das fand letztes Jahr eben nicht statt, zum ersten Mal, seitdem es das Festival gibt. Also es gibt dann parallel zum Tokyo International Film Festival gibt es auch immer noch einen Filmmarkt, die TIFFCOM, und die fand allerdings online statt. Das heißt,
Wir konnten dann ganz einfach von zu Hause aus die ganzen Kontakte treffen, die uns dann auch ihre neuen Filme präsentiert haben, haben dann insgesamt 100 Screener auch bekommen. Also Screener nennt man einfach diese ja, Dateien, die man geschickt bekommt von den Filmen, damit man die sich zu Hause anschauen kann. Also da sind wir schon ganz gut versorgt worden. Es gibt auch noch ein Mitglied unseres Filmteams, das in Tokio wohnt und dort fleißig ins Kino geht. Also Kinovorstellungen gibt es nach wie vor in Japan. Und ich hatte ja auch gesagt, dass wir mit einigen Festivals auch vernetzt sind und deren Filme dann auch in unser Line-up zum Teil übernehmen. Also da war es schon ganz gut möglich, auch ein Filmprogramm zusammenzustellen. Also es ist auch längst noch nicht komplett. Wir haben jetzt ja erst Januar und das werden wir jetzt erst in den nächsten Monaten fertigstellen. Aber trotzdem fehlen einem auch so die eher zufälligen Begegnungen. Also wenn man auf Empfänge geht in Japan und dann kommt da möglicherweise ein Regisseur, der einem den Film auf DVD zusteckt. Und das hat man jetzt natürlich nicht gehabt. Und natürlich fehlt einem auch so ein bisschen der direkte persönliche Austausch mit den Leuten in Japan. Also wir versuchen schon einiges auf Zoom nachzuholen, aber so trifft man sich dann vielleicht für eine Dreiviertelstunde, anstatt stundenlang zusammen essen zu gehen. Und dabei werden dann auch natürlich weniger Ideen ausgetauscht und wir erfahren weniger von Filmen. Deswegen hoffe ich sehr, dass das letztes Jahr das einzige Mal war, dass wir nicht nach Japan konnten. Toi, toi, toi. Habt ihr den Eindruck, dass japanische Filme jetzt auch irgendwie schon Corona widerspiegeln? Ja, also da waren wir tatsächlich relativ schnell in Japan. Unter anderem lief bei uns auf dem Festival ja One Cut of the Dead, der Überraschungserfolg aus Japan. Und der Cast hat kurz nach Beginn der Pandemie schon angefangen, einen Zoom-Film zu drehen. Also man sieht dann quasi in der Galerieansicht den Cast aus One Cut of the Dead. Die spielen dann auf Zoom so eine Kurzfilmhandlung. Und es gab dann tatsächlich noch einige mehr Filme, die auf Zoom gedreht wurden. Die Pandemie selbst ist aber auch schon teilweise als Thema in normale Spielfilme eingezogen. Also zum Beispiel Toshiaki Toyoda, der schon mit vielen Filmen, unter anderem Pornostar und Blue Spring auf unserem Festival vertreten war, der hat einen Kurzfilm oder einen mittellangen Film gedreht, Day of Destruction, der tatsächlich auch sehr von der Pandemie und von der Reaktion der japanischen Politik auf die Pandemie beeinflusst ist. Ja, die Reaktion der japanischen Politik war ja sehr zurückhaltend. Also man will ja unbedingt auch die Olympischen Spiele dann in diesem Jahr noch abhalten. Und die neueste Meldung, Tag bevor wir hier aufnehmen, ist, dass die erste Stufe des Katastrophenzustandes dann aber doch ausgerufen werden musste, weil jetzt zumindest mal in Tokio die Zahlen dann doch jetzt auch doch nochmal stark steigen. Ja, also Japan ist ja tatsächlich ziemlich gut davongekommen bisher, aber jetzt habe ich auch in den letzten Wochen immer mit wachsender Sorge die Infektionszahlen in Japan verfolgt, parallel zu denen in Deutschland. Es war ja die ganze Zeit so, dass man vieles noch ganz normal unternehmen konnte in Japan. Also teilweise konnte man sogar in Clubs gehen und ganz normal in Restaurants. Und ich glaube, zu der ersten Katastrophenstufe gehört jetzt unter anderem, dass Restaurants jetzt um 20 Uhr schon schließen. Also das ist ja noch harmlos im Vergleich zu der Situation in Deutschland. Aber in Japan hat man ja zum Beispiel eine ganz andere Einstellung gegenüber dem Tragen von Masken. Man hält generell mehr Abstand, weshalb ich auch einfach hoffe, dass die Zahlen relativ schnell wieder runtergehen werden. Ich habe die Tage noch mit Michael Mayer von Compendium des Unbehagens gesprochen, der tatsächlich zurzeit in Osaka lebt und mir erzählt, dass er da häufig ins Kino geht. Oft sind die Säle dann sehr leer und hat da mir vorgeschwärmt von einem großen Antikriegsfilm, den er da jetzt gesehen hat. Wie ist das? Die Japaner lassen jetzt einfach ihre Kinos immer noch auf? Das ist richtig. Also im Moment kann man in Japan noch ins Kino gehen. Und als bei uns in Deutschland die Kinos noch geöffnet waren vor dem Lockdown-Light, war es ja so, dass man 30% Maximalauslastung hatte. Und als ich das im November einigen Kontakten aus Japan erzählt hatte, waren die ganz ungläubig und haben gesagt, ach, bei uns hat man 100%ige Auslastung. Also da können die Säle wirklich komplett voll gemacht werden. Was ich ganz erstaunlich finde, ist, dass es jetzt im Sommer tatsächlich einen Film gab, also der jetzt auch noch bis in dieses Jahr
hinein weiterhin im Kino lief, der sämtliche Umsatzrekorde gebrochen hat. Also lange Zeit war ja Spirited Away von Hayao Miyazaki der erfolgreichste japanische Film. Der Rekord wurde jetzt gebrochen von einem anderen Anime, nämlich Demon Slayer The Movie. Also es ist noch nicht mal ein Film, der für sich steht, sondern das ist die Fortsetzung einer sehr erfolgreichen Anime-Serie. Ja, der ist jetzt auf Platz 1 der, also der gesamten japanischen Kinocharts. Ich glaube, das liegt auch daran, dass es in Japan gerade nicht so viel Konkurrenz von ausländischen Filmen gibt. Also das ist generell, ist die Pandemie insofern eigentlich gar nicht so schlecht für japanische Filmschaffende, weil jetzt eben nicht der neue James Bond im Kino läuft, in den alle reingehen, sondern jetzt ist tatsächlich mehr Platz für japanische Produktionen im Kino. Andererseits, also einerseits kommt schon die Pandemie dem Film zugute, andererseits hat das aber auch damit zu tun, dass das einfach so ein kulturelles Phänomen gerade ist, also diese Serie. Das heißt, wenn man mitreden möchte, dann muss man diesen Film einfach gesehen haben. Es wird auch eine zweite Staffel von der Anime-Serie geben und um die zu verstehen, muss man auch den Film verstehen, der quasi das Bindeglied zwischen der ersten und der zweiten Staffel ist. Also da wurde schon ziemlich viel richtig gemacht aus strategischer Sicht. Man muss sich aber tatsächlich auch gerade nicht so viel Sorgen machen, dass keine weiteren japanischen Filme mehr kommen, denn es wird tatsächlich auch noch gedreht in Japan. Also jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen wurde eine HBO-Serie gedreht. Also das ist jetzt keine japanische Produktion, sondern Michael Mann hat eine Serie entwickelt, Tokyo Vice. Und also es ist auch ein bekannter Roman und der, also der auf wahren Begebenheiten basiert und der wird jetzt gerade in Japan verfilmt von Michael Mann als Showrunner. Ja, Filmdrehs liefen jetzt bis zuletzt ganz normal weiter. Es gab ja eine ganz erfolgreiche japanische Netflix-Serie, The Naked Director. Und da wurde jetzt auch die zweite Staffel gedreht. Und da habe ich mir sagen lassen, wurde sogar eine Massenszene mit 500 Statisten gedreht. Und zwar, viele, die jetzt zuhören, kennen ja bestimmt die große Kreuzung in Shibuya in Tokio. Und auf der darf man nicht drehen, aber es gibt sozusagen einen Nachbau dieser Kreuzung, ein bisschen weiter nördlich von Tokio. Und die, also dieser Nachbau ist extra für Filmdreharbeiten gedacht. Und da wurde jetzt für das große Finale eine Szene mit 500 Statisten gedreht, die dann auf Kommando alle ganz schnell die Maske ausziehen mussten und dann auch gleich wieder aufziehen, nachdem Cut gerufen wurde. Aber ja, irgendwie hat es dann doch funktioniert. Da sind ja ein paar totale Highlights dabei. Michael Mann, das müssen wir einem gewissen Max aus Rostock erzählen, glaube ich. Was ein Knaller. Und dass es das Shibuya Crossing nochmal woanders gibt in Japan, ist natürlich eine göttliche Idee, weil die können ja die echte Kreuzung auch nicht bei jedem Film, der da drehen möchte, wieder die Kreuzung zumachen für Dreharbeiten. Das ist ja tatsächlich so ein Verkehrsschlagader mitten in der Stadt. Ich hatte mich das tatsächlich schon oft gefragt, wie das funktionieren soll. Also manchmal, es gibt ja so Filme, wo tatsächlich so ein bisschen Guerilla-mäßig einfach gefilmt wurde. Also Werner Herzog hat das ja auch gemacht, Family Romance, LLC lief ja bei uns auf dem Festival, der hat einfach mit einer ganz kleinen Digitalkamera gedreht. Aber es gibt ja ganz viele große Produktionen, die auch Szenen auf dieser Kreuzung haben. Und ja, die nutzen dann diesen Nachbau. Und ich kenne es ansonsten von chinesischen Filmen. Es gibt so einen Nachbau der verbotenen Stadt, gibt es, in dem dann Historiendramen gedreht werden. Sehr schön. Aber Shibuya Crossing ist tatsächlich so ein Punkt, an dem wird es einem nicht müde. Da kann man sich tatsächlich hinsetzen und den Menschen, ich glaube, tagelang zugucken dort. Sehr gut, aber das heißt ja, dass wirklich alles, was irgendwie geht, in Japan momentan auch noch gemacht wird und produziert wird. Boah, wir hoffen, dass das auch alles noch gut funktioniert und dass die Kinos dann, dass die Situation so bleibt, dass die Kinos auch weiter offen bleiben können. Aber hat man in den Kinos dann zumindest eine Maske auf oder ist das auch keine Pflicht? Soweit ich weiß, tragen alle eine Maske, also okay. Auch während des Films. Also in Deutschland war es ja bis zuletzt so, dass man die Maske am Platz nicht getragen hat, aber in Japan trägt man dann die ganze Zeit die Maske. Ja, ich habe in der vorletzten Nacht vor dem Lockdown habe ich noch einen Film gesehen, da musste man dann auch schon die Maske im Kino tragen. Also dann war es dann auch Pflicht bei uns. Ja, mir wurde dann auch von japanischer Seite gesagt, es sei ja unbedenklich, weil man im Kino ja auch nicht spricht und sich dadurch dann Aerosole weniger verbreiten können. Das ist ja auch generell ein Argument, das gebracht wird,
dass man ja auch im Theater zum Beispiel jetzt nicht so viel spricht, wie wenn man auf ein Konzert geht und die ganze Zeit mitsingt. Hm. Wir nehmen das Ganze ja jetzt schon auf im Japanuary, weil das ja praktisch so schon ein Vorglühen für Nippon Connection sich schon so ein bisschen eingebürgert hat. Das ist ja so eine Aktion, dass Freunde des japanischen Films sich in diesem Monat 8 Filme aus Japan anschauen und dann irgendwie drüber reden oder drüber schreiben. Und da kann auch jeder mitmachen. Ich glaube, dieses Jahr haben wir schon wieder 60 Teilnehmer, auch mittlerweile einige aus dem Ausland. Wir haben einige amerikanische Teilnehmer, die sich auch sehr für den japanischen Film begeistern und haben auch schon die über 10 Podcast-Episoden und ganz viele Filmkritiken. Und das kann man alles finden unter japanuary.de. Da sind sowohl die Teilnehmer als auch die Filme jeden Tag aktuell dann eingetragen. Damit kann man sich schon so ein bisschen sozusagen auf den japanischen Film einstellen. Dann im März das dann richtig genießen, wenn es vom 1. bis 31. März dann Nippon On Demand Replay heißt. Und dann kann man mal tief Luft holen und dann ist ja schon fast wieder Nippon Connection. Das ist ja sehr gut. Ist das Jahr schon mal gut gefüllt, ja. Da ist das Jahr schon mal gut gefüllt. Japanuary, Alex, das war doch eigentlich eine Schnapsidee von René und dir, oder? Ja, das ist ja irgendwie einfach dadurch entstanden, dass ich auf der Nippon Connection war 2017 mit Michael vom Companion des Unbehagens und ich gemerkt habe, dass ich aktuell zu dem Zeitpunkt relativ wenige kontemporäre japanische Filmemacher gekannt habe. Und ich ihn, glaube ich, dann nur nach Empfehlungen auf Twitter gefragt habe, so nach dem Motto, das und das und das. Was könntest du mir empfehlen? Was könnte man dann anschauen? Was kann man dann da machen? Und dann sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, dass man irgendwie so einen Themenmonat machen kann. Irgendwie sind wir da relativ schnell drauf gekommen, so nach dem Motto, schauen wir doch einfach im Januar jetzt ein paar japanische Filme an. Politik und Liebe oder wie auch immer auf Twitter heißt, weil das ist ja ein Mensch, der wechselnde Accounts hat und wechselnde Namen, hat dann Japanuary dann als Name beigesteuert und wir haben uns dann relativ schnell darauf geeinigt, auf die Regeln, also dass man 8 Filme anschaut und dass man halt eine Liste führt und dass man ein bisschen drüber spricht. Das war halt wirklich nur eine Schnapsidee. Ich habe dann einfach mit einem Schlag auch einfach mehr oder weniger irgendwie jeden, den ich auf Twitter in dieser Filmblase gekannt habe, einfach mal dieses Ding eingeladen, so nach dem Motto, seid ihr daran interessiert, steuert mal was bei, was meint ihr? Und dann ja, ist das ja innerhalb von ein paar Stunden explodiert und dann hast du dich ja dann freiwillig gemeldet sozusagen, dass du die Liste dann führst für den Teilnehmern. Genau, ich darf den Schriftführer spielen und darf die Teilnehmerlisten und die Filmlinks pflegen. Aber das macht auch sehr, sehr viel Spaß, weil man stößt auf Filme, über die man wirklich noch gar nichts gehört hat. Oder man hat irgendwie jetzt über mehrere Jahre schon 5, 6, 7, 8 Kritiken oder Podcast-Episoden zum gleichen Film und dann jeweils total unterschiedliche Perspektiven und Meinungen dazu. Beides total spannend, beides total schön. Ja. Wobei es interessanterweise immer noch so ist, ich schaue da meistens immer noch nicht die alleraktuellsten Filme, sondern doch meistens irgendwie ältere Filme. Also ich bin dann immer so im japanischen Kino von den 60ern und 70ern dann meistens gelandet. Was aber auch sehr schön ist. Aber für die ganz neuen Filme gibt es ja Nippon Connection. Dafür haben wir ja das Festival. Genau. Das heißt, ich schaue jetzt wahrscheinlich wieder die Klassiker an im Januar und dann habe ich dann im März kann ich dann die neueren Filme anschauen, die ich jetzt noch nicht gesehen habe auf der Nippon Connection. Dann geht das Hand in Hand. Dann wollen wir uns ganz, ganz herzlich bedanken bei Florian und bei Sebastian, die uns alles erzählt haben, was wir wissen wollten über Nippon On Demand Replay und was war und was kommen wird. Und wir können schon mal sagen, wir melden uns mit dem Nippon Connection Festival Podcast wieder und zwar vor dem Festival, nach Nippon On Demand Replay. Und zwar werden wir uns in der nächsten Folge beschäftigen mit dem Themenschwerpunkt der kommenden Nippon Connection, nämlich Family Matters. Und wer schon mal ein paar japanische Filme gesehen hat, der weiß, Familie, das ist eine große Sache in Japan und auch im japanischen Film. Da freuen wir uns sehr drauf. Dann sage ich mal, stay tuned. Wir melden uns wieder. Bereitet euch schon mal auf Nippon On Demand Replay vor und auf Nippon Connection und hört wieder zu, wenn wir euch wieder Neues dazu erzählen. Vielen Dank an Sebastian, an Flo und Alex. Vielen Dank an dich. Danke, danke. Danke, Thomas. Danke, Florian. Danke, Sebastian. Und ja, bis bald. Ja, danke, dass wir wieder dabei sein durften. Ja, auch von mir. Vielen Dank. Tschüss. Immer wieder gern. Ciao, ciao. Arigato.
Japanisches Filmfestival. Online.